Diese Form des Campinganhängers dürften altgediente DDR-Bürger sicher kennen. Der Camptourist, besser bekannt als Klappfix, wurde bis 1990 in Olbernau hergestellt. Dieser hier, ausgestellt auf der Tourismamesse in Magdeburg, greift zwar dasselbe Prinzip auf, kommt aber von einem Hersteller aus Hamburg. Die Idee kommt noch vorweg aus Australien, da gab es das auch schon immer. Aber wenn man es jetzt an die Zeit, an den Klappfix 2.0, sag ich mal, dran erinnert, also die neue Version, ist es schon dicht dran. Das ist richtig, genau. Dadurch, dass das Eigengewicht nur 400 Kilo beträgt, kann man natürlich auch das mit einem Polo oder mit einem Kleinstwagen ziehen. Also man braucht kein Riesenfahrzeug, kein SUV, sondern es ist auf jedes Fahrzeug im Grunde ranzuhängen, der die Zugkraft erhält. Und das sind die meisten. Wir haben zwei Versionen. Einmal so eine kleine Economy, das ist so 2 bis 3 Personen. Und der Family ist so 4, 5 Personen und je nachdem, was man da mitnehmen möchte. Es geht so bei den Dachzelten geht das so bei 2000 los und bei den Anhängern circa bei 8,5. Wer einmal mit seinem klassischen Zelt auf dem Campingplatz abgesoffen ist, der wird die erhöhte Schlafposition auf dem Anhänger zu schätzen wissen. Stellt doch so ein Klappfix genau den Mittelweg dar. Zwischen einem solchen Zelt für etwa 2000 Euro und einem Wohnanhänger oder gar Wohnmobil, die irgendwo bei 15.000 Euro beginnen. Und nach oben gibt es nahezu keine Begrenzung. Schließlich ist alles, was für Geld machbar erscheint, auch wirklich zu bauen. Die meisten Interessenten scheinen aber auf dieser Veranstaltung jedoch die etwas komfortablen Wohnmobile anzuziehen, haben doch die Corona-Beschränkungen das Urlaubsverhalten beeinflusst und den Wunsch nach einem eigenen Wohnmobil nachhaltig verstärkt. Zeitweise sollen die Hersteller mit der Lieferung gar nicht mehr hinterhergekommen sein. Grundlage ist zumeist ein handelsübliches Transporter-Fahrgestell, auf das dann Spezialisten den Campingaufbau fertigen. Schlaf-, Kochstelle oder Sanizelle, alles ist möglich und je größer die LKW-Grundlage, umso mehr Bequemlichkeit kann realisiert werden. Natürlich gehören zu einer Tourisma auch die Angebote einschlägiger Reiseanbieter, wobei hier die lokalen Wanderdestinationen wie der Elberadweg ins Blickfeld geraten. Und auch da scheint ein Trend zu sein, Radwandern mit dem Fahrrad und da besonders mit elektrischer Unterstützung. Und so hat man die gesamte Halle 3 diesem Angebot gewidmet. Also es fährt 45 km/h schnell, mit jedem Pkw-Führerschein zu fahren. 60 Kilometer Reichweite hat er, zwischen 50 und 60, je nachdem, ob gebirgige Strecke oder ob man nur Vollgas oder auch mal Halbgas fährt. Und ja, es ist für mich meiner Ansicht nach für die Kurzstrecke der ideale Autoersatz im Sommer. Zuladung, kein Problem. Bei diesem Zweisitzer hier haben sie 165 Kilo Zuladung. Da sitzen und wie ein Shopper fahren und ein bisschen Easy Rider fühlen. Das gefällt ihnen am besten. Allerdings ist der Besitz eines Pedelecs ein teures Vergnügen. Besonders im Vergleich zu einem Moped mit Verbrennungsmotor aus dem Baumarkt. Dennoch scheint es einen Markt dafür zu geben. Vielleicht auch, weil wenn man weiß, wie man die Sperre auf 45 km/h ausbaut, man dann mit gut 70 Sachen unterwegs sein könnte, was allerdings illegal wäre. Also kaufen Sie sich lieber einen Simson S50, da darf man wenigstens ganz offiziell 60 fahren, womit wir den Bogen zum Anfang dieses Beitrags gespannt hätten, wo es ja auch um ein DDR-Erzeugnis ging.